Der hat aber geschrien diesmal. Oh, egal. Ein paar EP noch auf dem Weg sammeln, das ist jetzt leider nötig. Mann, ey, ich wäre so gerne jetzt schon Gardist, ne? Das ist ja. Weg mit euch. Ja, ich habe deine Kollegen umgebracht. Guck mich mal an. Los! Alles nochmal einsammeln. Fürs Erz. Ah, das regt mich so auf. Ich habe viel zu wenige Quests gemacht. Das mit Kyogo hätte ich gerne noch gemacht. Ich war ja eigentlich bereit. Im Endeffekt. Aber da hatte ich ja Kapitel 2 schon halt angefangen. Das mit den Sumpfkrautverteilen hätte ich auch noch machen können. Und da pennen die. Die pennen tatsächlich da. Wie süß. Oh, verdammt. Fail. Ich bin echt questfaul. Naja, in Gothic 2 wird sich das ja ändern. Und dafür brauche ich aber auch ein bisschen länger, das durchzuspielen. Ey, das wird ein. Boah, das wird schon heftig, wenn ich das durchspielen will. Varane und Scavenger. Hier, komm. Kriegen wir auch Scavenger so mit einem Schuss down? Oh shit! Immerhin, der ist kaputt. Jetzt verreck doch! Geht doch. Okay, so viel Leben hat er mir doch nicht gezogen, wie ich es eigentlich gedacht habe. Immerhin XP gab das ja Ganze ja schon mal. Er greift mich an, na los, ich bin bereit. Tja, taktisch ausgekontert. So, dann. Da hinten ist ja noch einer. Ach, der ist gar nicht. Ich dachte, der wäre noch auf einem anderen Ufer, aber egal. Zack. Haben wir hier noch einen? Nein. So, durch den Wald will ich jetzt nicht unbedingt gehen. Das ist, glaube ich, etwas ungesund. Nachts durch den Wald. Da wartet ein gewisser Bär auf einen, ne? Der Pedobär. Ja, der wartet doch. Da kommt da so lachend aus dem Gebüsch und jagt dich. Mit voller Freude. Ja. Und dann sie. Haha. Oder wenn du so eine Beere im Wald suchst. Ja. Dann hast du ein kleines Problem. Dann ist da der kleine Pedobär. Dann packst du die Beere an und dann heißt es. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein ekliges Problem. Komm. Scavenger, Scavenger. Haha. Zack. Hast du das eigentlich gemerkt, dass ich deinen Kameraden so umgenietet habe, so? Nö. Nachts ist doch auch eine nette. Oh. Tja. Das war's ja wieder mal. Und oh, so viel EP fehlt uns ja gar nicht mehr. Ich hoffe, wir kriegen genug, wenn wir diese Eier abgeben. Das ist jetzt wirklich pervers, was ich gesagt habe. Wenn wir unsere Eier abgeben. Oh Mann. Naja. Das ist nicht nur etwas pervers, das ist ziemlich pervers. Es ist gerade 22:33 Uhr. Ja, so spät mache ich gerade noch eine Aufnahme, da dieses Let's Play mir tot richtig Spaß macht. Das ist wirklich so. Es ist auch schön, mal wieder so ein älteres Spiel zu spielen, anstatt mal MW3 oder Battlefield 3. Es ist
Muss ich jetzt einfach so sagen. Ey, jetzt. Okay, jetzt nehmen wir aber einen Trank zu uns. Blub. So. Dann wäre das ja mal gegessen. Also auf jeden Fall, mir macht das Spiel richtig Spaß. Also so Let's Playen, kommentieren, das ist wirklich... Oh, herrlich. Das macht richtig Spaß, Leute. Das ist nicht einfach so... Irgendwie, keine Ahnung. Ich würde es ja auch nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde, ganz ehrlich. Ich wollte ja auch liebend gern mit Oberhausen die erste Liga machen. Das Problem ist jedoch, er startet nicht mehr mein FIFA. Das pisst mich um mich. Oh, da glänzt was. Blut, Buchensamen. Aha. Egal. Auf jeden Fall mein FIFA 12 Let's Play der ersten Bundesliga mit Oberhausen. Ja, das wollte ich machen. Bloß FIFA startet nicht. Seitdem habe ich es ja auch deinstalliert. Irgendwann werde ich schon wieder installieren. Ich werde mich daran darum kümmern, aber das ist wirklich dann etwas später. Ich denke mal. Ich werde eh alle meine Spiele, die ich besitze, auf meinen beiden Festplatten installieren. Denn dann habe ich ja eine dritte für meine Videos, 1 TB. Und dann könnte ich ja schon einiges mehr aufnehmen, anstatt nur 2 Stunden. Hier in dem Fall 3 Stunden mit Gothic. Da ist irgendwie... Ich kann einstellen für 40 FPS... warte mal. Okay. Ich kann... einstellen, dass ich 40 FPS haben will durchgehend, aber es sind höchstens ein und Minimum 21, es läuft aber immer noch flüssig, das möchte ich dazu sagen, oder höchstens ab und zu mal 30 bis 40, also, und dann geht es rapide schnell wieder runter. Ach, die Quest mit das, die wollten wir ja noch machen, ah ja. Vielleicht können wir das irgendwie nachholen, das wäre schön. Und wir hätten, oh, wir waren noch in einem alten Lager. Ist nicht wahr. Egal. Also durchgehen, also Durchschnitt ist so 23 FPS oder 26. Das ist schon, kommt auch schon öfters vor, dass ich dann so hoch bin, aber trotzdem meiste Zeit ist eigentlich 21. Und ja. Im Moment habe ich jetzt gerade 35 FPS wieder. Und jetzt habe ich wieder. Ja, jetzt habe ich wieder runter. So, habe ich wieder runter, okay. Kokalom, rede mit mir. Was willst du? Den in Arsch treten. Ich habe Eier einer Kanzlerin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Ich möchte Heilmittel, eine Waffe, eine Ruhe. Ah, ja, jetzt haben wir ein Jetzt haben wir wirklich einen Malertrank. Nee, jetzt ist Erz, Heilmittel und Waffe. Würde ich wissen, welche Waffe wir kriegen, würde ich ja die eher nehmen, ne? Ich glaube, ich nehme das Heilmittel. Ein Heilmittel. Möge dieser Trank dein Leben verlängern. Ja, danke. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Thalas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, was mit sich auf sie hat mit den Almanach und... Ja. Möge der Schläfer... Nee. Er möge euch erleuchten, nicht mich. So. Dann würde ich auch gerne mal das am morgendlich, also während es Sonne ist, ne? Würde ich das gerne machen.
Kann ich hier rein? Du scheinst aber ganz schön YouTube sitzen, ne? Du willst, aber immer nicht auch schlafen. Das ist schon mal was Nettes. Bis zum nächsten Morgen. Ja. Herrlich, herrlich. Dann speichern wir auch mal. Wir können jetzt Gardist werden. Jedoch... Ah, Moment mal. Egal. Als erstes Fortuno. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Klar. So 3 in der Fresse, so 3 Joints und dann... Dann geht's richtig ab. So, dann reden wir mit Talas. Der führt uns zu, ne, zu diesem Gebiet, wo der Almanach ist. Und dann werden wir ihn Stich lassen, wir werden kurz zum alten Lager gehen, wir werden uns dafür passend ausrüsten, denn das ist nicht einfach für mich, glaube ich. Also jedenfalls, ne? Und du hörst jetzt auf zu rauchen. Ich schmeiß die Kippe weg. Ja. Und jetzt red mit mir. Gut, so. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und... Jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich. Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern wird. Ich bin bereit. Wir können losgehen. In Ordnung. Folge mir. Ja, ja, jetzt geht das Laufen los. Und wir laufen, und wir laufen. Da, 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 da. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ja, Talas führt uns jetzt zu dem Gebiet, wo er überfallen wurde. Nicht, dass ihr es selber wissen konntet, dass...